Na? Habt ihr den vermisst? Ich wollte heute mal anderen Pulli anziehen von Stage Charts H3, aber das in der Wäsche. Es tut mir leid, Jan. Also ich hätte ihn gerne angezogen, aber ich wollte auch jetzt das Video machen, weil ich jetzt gerade mal Zeit habe. Ich war seit dem 2. April wirklich nur unterwegs. Nur. Ich hab niemand hat Zeit gehabt. Niemand hat frei. Nur am Arbeiten, der Junge. So, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einige werden sich jetzt vielleicht fragen, Nico, was machst du da jetzt für Mist? Also ganz ehrlich, du hast immer Technikvideos gemacht und bla bla. Komm jetzt bitte nicht von diesem Fach weg und mach jetzt einen auf Lifestyle-YouTuber. Nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht Baby 2.0 oder Miguel Pablo. Niemals. Es gibt einen Grund, warum ich dieses Video mache. Logisch. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, mit Chris, und wir haben uns auch schon mal lange darüber unterhalten, dass mein Beruf jetzt gar nicht mal so kacke ist und dass ich halt auch oft gut rumkomme, in großen Hallen bin und für Veranstaltungen aufbaue, die man im Fernsehen sieht, wo man denkt, wow, wie geil, dass ich da mitgewirkt habe. Und logischerweise träumt man auch so irgendwann mal, hey, für wen möchte man arbeiten? Ich muss auch sagen, es hat sich auch so ein bisschen geändert. Damals wollte ich so für die Großen arbeiten. Ich wollte Ton machen für Muse, für Chili Peppers, voll die großen Sachen für Casper und so weiter. Da habe ich übrigens Olli Voges kennengelernt, der Tontechnik für Casper und Tote Hosen und so machen für ein Echo. Cooler Dude, war echt cool, dich mal kennenzulernen, falls du das Video mal siehst. Vorher auch echt ein helles Köpfchen halt. Ja, und irgendwann dachte ich mir so, okay, ich möchte für die Großen arbeiten. Das war so mein Ziel, aber irgendwie hat sich das durch das YouTube-Dasein, weil ich ja auch bei YouTube da bin, auch wenn klein, hat sich meine Ansicht ein bisschen geändert. Logischerweise schaue ich auch YouTuber und dementsprechend kommt man so ein bisschen so in die Richtung, sage ich mal. Und dementsprechend hat sich halt auch meine Ansicht oder mein Wunsch, für wen ich arbeiten möchte, ein bisschen geändert. Worauf ich hinaus will. Bei YouTube ist es so, es ist sehr einseitig. Ihr könnt mich sehen und manche glauben daher mich zu kennen, aber und so ist es nicht. Aber trotzdem, was man nicht verleugnen kann, man bekommt die Art des Menschen trotzdem schon ein bisschen über die Videos mit. Also nicht jeder verstellt sich so krass, dass man in echt komplett anders ist. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich bei den meisten so, dass die in Videos sehr, sehr ähnlich oder vielleicht gleich sind wie in echt auch. Und das traue ich eben auch Menschen zu, wie Vincent Lee, wie Rezo und Dream Bam und so weiter. Die sind zwar alle, es muss nicht jedem gefallen, was die machen. Das steht gar nicht zur Frage, aber ich glaube, dass die in echt ähnlich oder gleich sind, wie sie sich in ihren Videos darstellen. Also nicht so wie Miguel Pablo, der sich als übelst krasser Typ fühlt, aber ein echter Lauch ist, nach dem Motto. Aber jetzt kommen wir mal zur Frage, die auch im Titel steht. Als Beispiel Live-Sound für Rezo oder keine Ahnung, Live-Sound für The Noise Geeks, irgendwie sowas. Warum möchte ich denn für einen YouTuber Live-Sound machen, wenn die Videos produzieren und Musik produzieren mit Live nicht viel am Hut haben, wenn ich doch mich irgendwie darauf konzentrieren könnte, für andere große Bands Live-Sound zu machen? Ganz einfach. Dadurch, was ich gerade schon angesprochen habe, dass ich auch diese YouTuber auch schaue, wage ich zu behaupten, dass man so ganz grob die Persönlichkeit einschätzen kann, die auch persönlich, sage ich mal, ja nicht kennt, aber es geht so in die Richtung, hey, ich weiß so ein bisschen, wie du tickst, sag ich mal. Und vor allem, wie das Know-how von den Leuten ist. Es gibt so Menschen wie Miguel Pablo, ich habe schon wieder dieses Beispiel, die machen einen Diss-Track, haben von Musik gar keine Ahnung, wissen überhaupt nicht, was Produktion ist, haben noch nie was von einem Audio-Interface gehört, von einer Amplitude, von einer Welle, von einer Frequenz, von Produktion, von Mastering. Die haben einfach null musikalisches und technisches Verständnis. Du musst als Musikproduzent natürlich nicht das volle Audio-Technik-Know-how haben. Dafür sind wir ja da. Aber es sollte schon in die Richtung gehen, denke ich. Man sollte schon wissen, was eine Amplitude ist, was eine Laufzeit ist, was eine Frequenz ist und vor allem, was Schall ist oder überhaupt, was ein Signalweg ist. Das müsste man einfach mal wissen. Für die sind halt Begriffe wie Gain und Trim und bla bla bla, das sind keine Begriffe für die. Aber genau dieser Punkt ist eben bei Rezo, bei Vincent Lee anders. Die produzieren, die wissen, was sie tun und vor allem, die haben volles Verständnis. Und ich habe das Gefühl, wenn ich die gucke, okay, die sind cool drauf. Und mit denen, glaube ich, könnte eine Live-Show echt fett werden. Ich habe mir gedacht, es muss doch total geil sein, mit denen mal arbeiten zu können. Das heißt, man macht für die Abonnenten als Beispiel eine Live-Show. Man stellt eine Bühne in eine Halle rein, plant die PA natürlich ordentlich. Ich hole noch einen Lichtmann ran, wir machen eine fette Lichtshow daraus und wir machen ein Bühnenprogramm. Du kannst Menschen wie Vlogger nicht auf die Bühne stellen. Was sollen die machen? Mit ihrer Liga dastehen? Yo, Zuschauer, ich bin jetzt hier live auf der Bühne. Was willst du mit denen machen? Die können live nichts machen, einfach aus dem Grund. Weißt du, außer vielleicht ein Gedicht aufsagen. Aber Musiker, die auf YouTube wirklich auch musikalisch was drauf haben, mit denen kannst du halt live eine riesen Performance machen. Das ist ultra geil. Und deswegen glaube ich, dass es einfach richtig entspannt wird, weil die auch nicht so hochnäsig sind wie manche Live-Stars. Und ich kann sagen, ich habe einige Prominente schon getroffen und es gibt viele, die sind so, ja, geh mal hier weg, so nach dem Motto, weißt du? Und die wirken für mich aber sehr bodenständig, sehr sympathisch und ich glaube, dass mit denen einfach sowas richtig geil sein könnte. Vor allem, weil ich die nicht, glaube ich, zwingend fragen muss, hey, darf ich auch mit der Kamera ein bisschen dabei filmen und für meinen Kanal Technik und so weiter. Ich glaube, die sagen, ja, ist doch Laden oder springen selber an die Kamera und sagen so, hey, voll geil und so hier, bla bla, weißt du? Und sind nicht so, das ist nicht so
wie in einem Wartezimmer beim Arzt. Alles so, so steril und strukturiert. Wisst ihr, wie ich das meine? Aber um auf den Punkt zu kommen, deswegen ist, glaube ich, einer meiner größten Wünsche, mal für Rezo zu arbeiten, mit dem mal eine Live-Performance zu planen. Unter anderem, man kann es ja in einer Show vereinen, muss ja nicht er alleine sein. Mit The Noise Geeks, also Angeschrien und Vincent Lee. Man kann da so viele Menschen reinholen, die musikalisches Talent haben. Tubo zum Beispiel, ich glaube. Wobei ich weiß nicht, ob der schon zu krass in seinem Business ist, dass er bei sowas mitmachen würde. Aber das wäre so wirklich was, wo ich sage, okay, da hätte ich richtig Bock drauf, wirklich sich mit dem zusammenzusetzen, irgendwie eine Live-Performance zu planen. Meinetwegen auch eine Mini-Tour durch Deutschland, keine Ahnung, 5 Auftritte. Auch eine Club-Tour, dann brauchst du auch nicht viel Material mitnehmen, weil die haben meistens schon Material dort. Vielleicht würde ich, weil ich halt Voice-Akustik-User bin und Lover bin, vielleicht eine eigene PA mitnehmen, ein eigenes Pult, aber der Rest ist ja wahrscheinlich schon da. Das wäre sowas, wo ich auch sagen würde, hey, ich bin selbstständig, ich bin auf feste Arbeitszeit nicht mal angewiesen und kann das halt machen. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Videos und bestimmt werden einige sagen, auch gerade von meinen Zuschauern, hey, mach mal jetzt daraus nicht so ein Bewerbungsvideo. Nö, warum denn? Aber ich glaube, dass es fett sein kann und dass ich wenigstens das mal aussprechen kann. Weil wenn man schon die Chance dazu hat oder so, ein Video darüber zu machen, warum soll ich das nicht dürfen? Aber jetzt kommt ein bisschen euer Part, und zwar will ich mal von euch wissen, mit welchen YouTubern ihr gerne als Techniker zusammenarbeiten würdet. Egal, ob ihr Lichttechniker seid, Videotechniker sind ja auch sehr wichtig, LED-Wände und so ein Quatsch kann man ja auch überall reinhängen. Tontechniker, für wen würdet ihr gerne mal Ton machen, wenn es um YouTube geht? Und bitte schreibt jetzt nicht sowas wie Miguel Pablo oder... Nee. Nein. Also ich meine das schon ernst. Also scheinbar unten rein, mit wem ihr gerne arbeiten würdet, und mit ein paar Dislikes rechne ich, weil es wahrscheinlich für einige komisch wirken wird. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Abonnieren würde ich mich wie immer sehr freuen und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss. Hi. Heute mal ein bisschen anders. Willkommen in der Endcard. Ihr könnt hier noch ein bisschen zu einem anderen Video klicken und da unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, achso, ich habe bald Nikos Kicks wieder im Plan und kommt auch bald. Also, stay tuned.